geht. Meine Freunde, zu einer weiteren Folge Create Life 2 Skyblock. Ich bin glücklich, Freunde, dass wenigstens dieses Create Mod Pack hier in Skyblock so relativ flüssig läuft auf meinem PC. Und der aufmerksame Zuschauer weiß, dass wir ja in der letzten Folge hier dran gearbeitet haben an unserem Cobble-Gen, der Gravel produziert direkt im Anschluss. Und wir wollen ja eine Andesite Granite und Diorite Fabrik produzieren. Und deshalb, Leute, würde ich sagen, ich schnack ein bisschen weniger und setze mich dann mal direkt hier weiter an der Produktionslinie. Und dann schauen wir mal, wie weit wir heute in der Folge kommen, Leute. Also Pace, Pace. Freunde, 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 ich befinde mich gerade hier unten in unserer Produktionsstätte und ich brauche nämlich ein paar Mechanical Belts, weil wir haben jetzt schon ein bisschen Progress gemacht. Wir produzieren jetzt schon die erste Lava, aber wir wollen das Ganze ein bisschen vervielfältigen beziehungsweise ja, noch schneller haben als jetzt nur durch ein Crucible. Deswegen habe ich hier insgesamt 3 Fired Crucibles und die werden wir jetzt mit Cobble befüllen. Was passiert eigentlich jetzt? Fällt er dann da rein? Ne. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch Chutes. Und dann werden wir von hier unten, also genau darunter entlang, das Lava entziehen und dann in einen großen Tank packen. Und dann haben wir auf jeden Fall das Lava für unsere Granite, Diorite und Andesite-Geschichte. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir immer ein Cobble, welches hier rauskommt. Wir müssen jetzt nur noch 3 Tunnels bauen, die für das Aufteilen 1, 2, 3, die für das Aufteilen der einzelnen Cobblestone-Blöcke zuständig ist. So, dafür brauchen wir davon immer nochmal 2 Stück. Dann müssen wir hier von Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 Stück von Quarz 2 haben wir auch im Inf. Sehr gut. Dann gehen wir mal damit runter. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ich habe das Schleifpapier vergessen. Immer, immer. Ah, wir haben jetzt so mittlerweile 3 Botany Pots, ne, mit, für die Äpfel. Die befinden sich hier hinten. Die gehen nämlich direkt in den Draw Controller, damit die hier direkt, oh, 34 läuft. Damit die da direkt einsortiert werden. Dann können wir hier auf den Cooked Silkworm erstmal pfeifen. Den brauchen wir dann nicht mehr. Zack. So, dann würde ich sagen, bam, hier von 2 Stück. Mittlerweile, Leute, auch wenn wir mal Sachen brauchen, hier zum Beispiel Erze, guckt mal, was erztechnisch hier abgeht. Also mittlerweile, Leute, Business ist boom. Wir machen uns echt gar keine Sorgen. 2 Stück hiervon. Und 4, nee, was fehlt noch für Tunnel? Ah, Kälberei. Haben wir hier ein Kelb? Yes, haben wir. So, und dann wieder ein Funnel bzw. Tunnel. Das ist perfekt. Und damit können wir... Ah, Chute brauchen wir noch. Chuterino. Das Problem ist, wir haben kein Andesite.
Meint ihr, jemand macht Auge, wenn ich mir oben die Tools hole, die gerade nicht verwendet werden? Stimmt, macht keine Auge, oder? Ist ja... Komm, wir nehmen mal hier beide mit. Ist ja für den guten Zweck, oder Freunde? Ich denke nicht, dass da jemand Stress schieben wird. Ansonsten schieb ich Stress. So. Und dann einmal hier, einmal hier. Bam, bam. Wir nutzen auch Magma-Blöcke, wie ihr seht, um das zu heaten. Das ist Heat-Stufe 2. Das reicht hoffentlich aus, werden wir sehen. Bam, bam und bam. Dann sagen wir dem, du nimmst einmal Kobbel, Kobbel. Achso, das ist ja nur der Filter, stimmt. Kobbel, Kobbel, eine schöne Hexe. Oh, Nase juckt. Oh, schlimm. Oh. Leute, Hilfe. Hier Kobbel, Kobbel, Kobbel und Kobbel. Jetzt einmal niesen. Und so läuft der Laden. Oh Mann. Oh Leute, Allergie kickt rein. Ich würde sagen, ich baue hier mal weiter. Wir haben hier schon ein bisschen Lava sogar produziert. Sogar schon ganze 2,5 Buckets. Und wir müssen noch die Belts zum Laufen bekommen, beziehungsweise das Belt noch und dann läuft der Lachs. Und ja, ich mach mal weiter. Grausam. Ballepiople! Freunde, 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 ich habe gute Nachrichten. Und zwar haben wir die ganze Connection jetzt hinbekommen. Ihr seht es, das Lava, welches hier in den Crucibles produziert wird, wird automatisch hier in den Tank geleitet. Wir haben hier einen Tank, der kann 128 Buckets fassen. Das wird jetzt unser Zwischenspeicher. Den kann man theoretisch in Zukunft, das ist Copper Casing, größer machen auf 3x3 oder wir machen zwei daneben, aber schätze mal, wir erweitern den in Zukunft. Und mit diesem Lava können wir jetzt anfangen, hier Gravel zu produzieren, beziehungsweise Flint, und hier das Gravel nehmen und schon mal automatisiert Andesite produzieren, Leute. Dann haben wir schon mal den ersten, den ersten Stein, den wir benötigen, weil Andesite Alloy ist aktuell die Ressource, die wir am meisten brauchen, aber wovon wir am wenigsten haben, eigentlich fast gar nichts. So, und Eisen, Gold, Kupfer, Zinn, Diamanten, Emerald, Brass, whatever, haben wir en masse, juckt uns gar nicht mehr, diese Ressourcen. Und deswegen können wir das dann auf jeden Fall mit den Ressourcen hier kombinieren. Ich habe jetzt auch hier nochmal eben so ein bisschen Brennerei-Action gestartet. Ich glaube, wir haben aber gerade gar nichts mehr hier zum Sieven. Doch, noch 34. Seht ihr, Leute, wir brauchen schon wieder Neues. Aber dann haben wir alles. Und sobald wir unendlich Andesite-Alloy haben, vor allem auch automatisiert, beziehungsweise das Andesite automatisiert, Leute, dann sieht Geschichte anders aus. Dann haben wir andere Zeiten erreicht hier auf unserer Skyblock-Welt. Dann können wir echt gut leben. So, ich pack mal hier den ganzen Kram weg. Dann können wir echt gut leben. Weil dann müssen wir uns gar nicht mehr drum kümmern, irgendwie an Andesite zu kommen und sowas Blödes. Dann sind wir wirklich safe erstmal. Und darauf freue ich mich schon richtig. So, naja, ein Stack bringt jetzt nicht viel. Wir müssen jetzt mal offscreen nochmal komplett vollballern, das CV-Riding. Und ja, Freunde, sehr erfolgreich gewesen heute. Als nächstes steht dann auf jeden Fall an, die Gravel- und die Flint-Produktion voranzutreiben. Und dann schon mal das erste Andesite zu produzieren. Ich freue mich da schon richtig drauf. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Freunde der Sonne. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr genauso Hype habt da drauf, auf diese ganze Automatisierung und all diese den ganzen Progress, den wir hier haben, dann lasst es mich mit einem Kommentar wissen und mit einem Daumen nach oben.
Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, Abo da lassen. Und wenn ihr auch mal in einem Live-Let's Play dabei sein wollt, twitch.tv/Kunga abchecken. Einfach Kunga auf Twitch suchen, auch ein Da-Follow da lassen, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, Leute, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.